Sehr, Nivea Soft lässt sich leicht auf der Haut verteilen. Hast du das schon mal auf der Vorhaut gehabt? Das brennt ja wie Arsch im Friedrich. Scheiße. Das Video mit. Hey, ich rede mit dir. Kameramann, schau schon. Kriegst schon gratis Probefang. Das wird ein Renner. Aber echt, das wird echt ein Renner. Das lass dich verkaufen, die warme Semmel. Bei wem? Videothek. Videoring. Die haben ja alle so scheiße. Ja, das ist witzig. Den Onkel. Nur 7. Den Onkel hat einmal ein Videoring. Oder was heißt der Onkel? Nein. Nein, die Mayonnaise. Kannst du eine Mayonnaise, die blonde, die mit dem Dobermann. Nein, Dobermann, Rottweiler. Ist das der Mösensuchadler? T-Shirt ist cool, ja. Das ist der Mösensuchadler. Hey Mann, du kennst den Mösensuchadler gerne nicht. Wahrscheinlich hast du selber gehört keinen. Wenn ein Mösensuchadler, schwer zu begreifen, wie die auf die Welt gekommen sind, aber die sind lustig aus. Ich kann ihn nur beschreiben, hey. Es gibt nicht mehr viele Exemplare, so ungefähr 3 Stücke. Statt am Schnabel, oder? Hat man einen Schwanz, oder? Der ist beschnitten, hey. Sehr. Sehr. Und während der Paarungszeit, oder? Fliegt der dumme Vogel immer in die Schiebe rein, weil er einen Ständer vor dem Gesicht hat. Ja, sehr, ey. Hey, schau. Oh, scheiße, ich krieg Bauchkrebs. Pass auf, ey. Mach auf die Kamera auf, mir kommt's. Sehst du es, mir kommt's. Sperma aus der Tube, ey. Das ist eine Menge Bier in der Dose. Heute Vormittag warst du nicht so happy. Ja. Nein, so viel Bier will ich nicht. Aber wenn du gut drauf bist. Ja, sehr, wenn ich gut drauf bin. Sehr, wenn ich gut drauf bin, warum soll ich nicht gut drauf sein? Na, sehst du mir das mal? Sag jetzt, wollen wir nochmal ein Geschenknis von dir haben. Wie viel Fahrrad? Was zum Beispiel? Musst du jetzt witzen? Nein, was, hey. Ja, okay. Eins lege ich noch ab. Also, viel mehr, wenn mich interessiert, wie deine Katze gestorben ist. Das haben wir wirklich nicht. Ja. Die Katze? Ja, okay. Also seht ihr so, oder? Das ist aber Tatsache, Mann. Ich kann das abstecken, da. Muschi! Muschi kann ich besser angehen. Nein, lass jetzt. Ah, die Katze hat Muschi gekostet, echt? Ja, verzeih. Und das ist aber echt kein Schmäh. Ja, das verzeih. Ich hupf sie da, verstehst du, die Katze, zuerst nimmt sie da auf der Couch und dann vor mir hat sie einen Vogel, ne? Dann rennt sie da um den Ante mit dem Schädel, Kasten rein und so. Und dann denke ich mir, was ist mit der los, da? Die geht sie ein, oder? Naja. Die Alte jammert, lang mit ihr zum Tierarzt, oder? Ich keine Zeit, oder? Wenn ich was Wichtigeres vorgehabt, oder? Nächsten Morgen mache ich auf, ey. Die Alten komplett in schwarz gekleidet, das ist ungewohnt, oder? Die Katze liegt stocksteif auf der Kiste drüben, ey. Eingegangen, oder? Also eingelaufen, ne? Ja, hab den Bimbo angerufen, ey. Bimbo kommt her. Da, ich hol die Katze um, weißt, ich heb sie so, er läuft die Flüssigkeit aus der Schnauze. Oder? Schaust, die saubert man an den Boden voll, aber wenn sie tot ist, die dumme Sau. Oder? Und dann hebst du schon, aber ich denke, ja, jetzt müssen wir sie beerdigen. Oder? Die Alte soll eine Schaufel mitnehmen. Oder? Aber ich denke, ah, warum so viel Arbeit? Ist ja nur ein Viecher. Familiensack genommen, oder? Schwarzsack, Katze genommen, Nachtaktion, oder? Und ich war gerade auf dem Weg zu einem Ball, oder? Wollte die Katze mitnehmen, oder? Weil das wäre der Partygerenner gewesen. Weißt du, die Leute sind am Tanzen und du haust die tote Katze in, oder? Ja. Jetzt habe ich sie da hinten auf die Wiese rumgepfeffert, oder? Verstehst du? Ja, dann vergehen die Tage, oder? Irgendwann höre ich den kurzen Fix nochmal, man hat eine Katze verhorzt, oder? Im Lagerfeuer, oder? Ja, oder wird schon passen, oder? Ja, kommen so ein paar rein. Scholli ist daher und sagen wir, ja, die Katze war in einem Sack drin, oder? Die Krallen haben sie rausgeschaut, stocksteif, oder? Ja, das war meine Katze, oder? Was machen die Idioten? Machen ein Lagerfeuer, spießen die Katze auf und hängen sie mit dem Auspuff auf, oder? Verstehst du? Ja? Und die Scheiße, was noch rausgekommen ist, ist der Katze. Hey, das glaubst du gar nicht? Das Viech war ja nicht einmal so groß. Schaust? Aber hey, Gedärme hat sie lassen ohne ja, Ende, oder? Voll aus dem Arschloch ist sie rausgekommen. Aus dem Arsch los. Ja. Aha. Ja, Hauptsache, aber nicht, dass ich. Stoppe. Aber nicht, dass ich. Warte mal kurz. Stopp. Aber nicht, dass ihr es getrieben habt mit der Katze. Gerd, das ist kein Sound, man. Change the battery. Ja? Nein, das siehst du gerade. Das ist ja was du gerade gesagt.
Ja, das haben wir sehr, das ist ein Schulfilm, oder? Ja, sehr, das ist Dokumentation, oder? Über die großen Beherrscher von Österreich, oder? Meinst du, Kaiser Franz Josef war der Erste, oder? Ich stehe nur auf zwei Dinge im Leben. Auf den Adolf. Erstens, ja, gut ausgeschaut hat er wie ein Arschloch. Aber der hat wenigstens gewusst, wie man die Familien zusammenführt. Alle zusammen ins KZ, in die Gaskammer helfen. Das ist da schön, das aber taugt man. Das war einfach cool. So. Der zweite, was man taugt, das ist der, wie heißt der? Der Che Guevara. Ja. Der Typ ist so ein armer Diktator, so kocht er sogar schon Chicks mit seinem Namen. Ja, nur damit die Staatskasse wieder... Ja, ist ja wurscht. Ziggy Wara. Und der dritte Mensch. Ey, man kommt der von Super RTL. Weil das sind alle immer so witzig. Ja, scheiße. Playback-Show. Gestern war einer da von Pro 7, oder? Ja, und wollte mich filmen, ne? Ja, aber ja, passt schon, passt schon. Hey, der Trottel, der ist der 50 Meter ist weggestanden. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Ja, ich meine, die Schnapsfahne kann doch nicht so abstoßend sein. Ne? Meine, der Typ verschwendet Filmmaterial, wo von der Arbeitslosen gesponsert wird, verstehst du? Und apropos Arbeitsplätze, ja? Ihr Ratzen da, ihr scheiß Österreicher. Und du, Klesi, du bist der Erste. Falls das Video jemals in die Hände kriegst, du bist der größte Arschloch vom Bund. Hey, Mann, schon. Läuft schon. Ja, sicher. Hey, Mann, schon. Andere Leute brauchen nur Ohrmusterung, oder? Dass die Leute mal feststellen, ja, der ist tauglich, oder? Hey, Mann, ich hab drei Musterungen gebraucht. Drei, Mann, das musst du mal geben. Drei Mal. Schau's. Gerte. Die ersten zweimal waren ganz cool. Zauber. Ja, der ist schon mit dem Bundesheer gewesen. Oder besser gesagt, er kommt der schon. Ich denke, oh, zauber sein. Die Zuschauer grüßen auch schon eine brutale. Haben wir eine Fangemeinde. Mit der Autogramm, oder? Aber eine Fangemeinde. Ja, sehr. Melde auch. Nein, die einzige Fangemeinde, was ich habe, die haben ein blaues Licht auf dem Auto da oben. Und die finde ich weniger spontan. Verstehst du, die zahlen einmal den Fanclub. Schau mal, die Tapete hinten schaut aus wie so. Das ist kein Tapete, das ist also Vorhang. Immer der Vorhang ist schon aus dem Auto. Ja, eben, rustikal, verstehst du? Hey Mann, ich stehe auf Antiquitäten, verstehst du? Das Zeiten. Drüben habe ich noch zwei Antiquitäten, die leben sogar noch, willst du mal sehen?